So, liebe Final Fantasy 14 Fans, ein Monat ist jetzt vorbei und ich habe mir das erste Abo gemacht mit für 14,99 oder so, 13,99 glaube ich, kann man jetzt 8 Charakterslots für jede Welt haben und noch andere Vorteile. Und jo, Veteranenbelohnungsrang bekommt, ich glaube bis 5 oder 6 bekommt man jeden Monat eine Belohnung und dann all 100 Tage oder so, 90 Tage bekommt man Belohnungen und das möchte ich mit euch mal kurz anschauen. Und ich bin ja relativ weit seit dem letzten Video. Ich bin jetzt Barde, habe einfach Lust gehabt zu buffen, Leute zu buffen. Leider bin ich sehr enttäuscht vom Barde, er hat nur 2 Gesänge am Anfang und die sind noch potz schlecht, also richtig schlecht. Ja, eventuell werde ich wechseln wieder auf Dragoon oder Beschwör. Also Beschwörer habe ich noch nicht, da muss ich noch alles machen. Aber ja, mal schauen. Mein Plan ist es einfach, der Maschinist zu werden. Und deshalb bin ich Barde. Aber man muss ja nicht Barde sein, um Maschinist zu werden. Eventuell werde ich es dann später dann mit dem Beschwörer machen. So, komm. Laden Sie nicht so lange. Sie schlechtes. Nein, nicht schlechtes Spiel, aber schlechte Engine. Lange Ladezeit. Naja, ja. Ja, für mich ist es das beste MMORPG. Hat zwar recht große Durststrecken manchmal, aber ja, ist sehr interessant und man kommt so langsam rein und es wird auch irgendwie spannender. Also, dank den Add-ons, die bald kommen. Ich bald soweit bin, wird es dann schon ein bisschen besser. Ja, es lädt und lädt und lädt. Wahrscheinlich ein Fehler, sonst geht es eigentlich blitzschnell. Da werde ich kurz das Video schneiden. Bis gleich. So, Dille. Hier habe ich die Yokai Watch. Wie sagt man, Harfe? Ich habe noch irgendwo den Speer. Ich möchte euch das kurz zeigen. Mal kurz optimieren, ob wir hier etwas zum Optimieren haben. Nö. Bonus hier. Auf Geschicklichkeit bestätigen. So, dann wechseln. Auf den Dragoon. Ja, jetzt. Das ist die Waffe von Yokai Watch für den Dragoon. Also beides richtig kindisch, aber nun ja. Ist halt so. So. Der Dragoon, der ist, steht das da unten, Level 35 und der Barde 34, oder? Das war, ja, 34. Jo. Minenarbeiter habe ich gelevelt, Gärtner habe ich gelevelt, Goldschmied, Plattner, Grobschmied. Dann hier natürlich der Waldläufer und der Faustkämpfer. Ja, und der Druide habe ich auch noch gemacht, aber das war im letzten Video ja zu sehen. Da bin ich Großsturmmarine. Muss hier noch 1, 2, 3, 4, 4 nach oben. Ah, da noch mehr. Ah. Verstehe. Und in den anderen bin ich noch nicht eingetreten. So. Ja. Der Barde, der hat so verschiedene Songs. Wie gesagt, momentan erst 2. Ein Schnelligkeitssong. Und wieso läuft das nicht flüssig? Und so weiter. Also. Ja, hier haben wir Quests. Ich möchte euch aber kurz noch
paar andere Sachen zeigen. Das. Nein. Das hier, oder? Nein, nicht das. Oder doch? Mal schauen. Ich weiß nicht mehr so, also ich habe eine kurze Pause gemacht, weil Wulfurus schon eine Woche und ein paar Tage nicht mehr gelivestreamt hat und ja, ich auch eben nicht mit ihm Stream aufnehmen konnte. So. Ah, ich habe eine Nachricht, sehe ich oben rechts. Das ist wahrscheinlich meine Belohnung. Ja, die Wartezeiten, also die Ladezeiten sind extrem hoch. Momentan ist der Server wieder überlastet. Oder liegt das einfach irgendwie am Spiel? Es gibt immer wieder kleine Probleme. Ja. Toll. Bis gleich. Oh, ich hoffe, dass Fraps nicht Probleme macht mit den Ladezeiten. Was sind wir denn hier? Ah. Ja, okay, dann laufen. Also reiten wir mit dem Chocobo. Das sieht richtig schön aus. Und jetzt muss ich die Nachrichten lesen. Wo ist das schon wieder? Ja, das ist beim Mogri. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wo der Mogri hier ist. Hier ist ein Chocobo vielleicht. Ja, der ist nicht hier. Dann muss ich mal kurz in die andere. Ja, dann werde ich das wieder überspringen. Bis gleich. Ja, es ist schon ein bisschen lang. So, Odele. Jetzt bin ich in der neuen Map. Und hier oben bin ich gekommen. Jetzt muss ich hier rüber. Denn dort ist das Feuer irgendwas fest. Ein, ja, zeitlich begrenztes Fest. Bis zum 28. August geht's. Und, ich gehe mit dem Schiff. Man kann, glaube ich, noch mit dem Schiff rüber. Das sehe ich jetzt gerade nicht. Ist das da unten oder so? Ich denke da unten, oder? Ja. Wow, 40 Euro für die Überfahrt. Und wo ist das jetzt? Doch, das ist hier. Für die kleine Überfahrt 40 Euro. 40 Kiel. Schrecklich. Ja, irgendwie gibt es ein bisschen Probleme mit der Performance momentan. Kann ich leider nichts machen. Kommen immer weniger FPS über. Ja, noch kurz zeigen. Hier hat es zum Beispiel eine diese Kioske. Und da kann man jetzt hier nichts machen. Nun gut. Ah, jetzt ist die Performance auch wieder stabil. Keine Ahnung. Ich muss mal mit Open Broadcast oder so aufnehmen. Nicht immer mit Fraps. Viele Spiele haben einfach Probleme. Da ist zum Beispiel einer. So, und dann bekommen da so Goodies über. Ja, schlechte Sachen. Nun gut. Ja, sehr schön hier. Mir gefällt das Gebiet hier. So, Deli. Das sind andere Spiele. Da unten gibt es, glaube ich, noch ein paar Sachen von diesem Fest. Ja. Aber da kann ich noch nichts machen. Da muss ich länger spielen. Ja. Jojo,
Festbedarf. Feuerkreisel. Ah, okay, wegen diesem Fest. Ja, kurz noch hier. Dem kann man nichts machen, ne? Jo, da kann ich noch zeigen. Zum Beispiel hier. Der Kontaktkreis, der ist schon recht groß. Haben viele Leute. Hier ist ja der Wolfrus mit der Annie Crescent. Dann gibt es hier noch Freie Gesellschaft. Da bin ich einfach mal bei Regnum Sanguinem. Damit ich einfach mal drin bin, bis ich dann mit dem Wolfrus so eine freie Gesellschaft mache. Kann ich so ein bisschen die Vorteile hier benutzen. So, jo, das war's mit dem Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Die nächsten Videos von Final Fantasy 14 kommen sicher bald. Bitte ein bisschen Geduld, weil ich nicht jeden Tag spielen will und auch ein bisschen eine Veränderung zeigen will. Und ja, das Spiel ist einfach gigantisch, da brauche ich einige Zeit. Jo, also, schön aus dem Urlaub. Ich mache noch ein bisschen Urlaub hier und ja, sage tschüss. So, ein kurzer Nachschlag. Ich habe hier eine Quest angenommen, die scheint jetzt wegen dem Feuerreigen-Event so, ja, momentan da zu sein. Und hier kann ich, ja, die Sachen annehmen. Ein Händchen. Toll. Machen wir mal hier die Begleiter. Hier sind die Yokai. Und wo ist das Händchen? Ah, genau. Inventar. Händchen nutzen. So. Komm raus. Raus. So. Oh, ein kleines Händchen. Toll. Ja. Mitstreiter. Rang 3 ist er. Und ich habe ihn auf Heilen gemacht. Ja. Könnte hier bald mal umenden, wenn ich dann die 9 habe. Die bekommt man immer schwer. Noch schwer. Bald bekommt man sie leicht. Ja, also Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.